Als Vorspiel
sondern mit dem Trauerstück Ariadne gleichzeitig. Da ist dieser reiche Herr besessen! Will man sich über uns lustig machen? Heute wahnsinnig, ich muss augenblicklich den Grafen sprechen! Wie Sie es machen werden, das ist natürlich Ihre Sache. Unsere Sache? Mein gnädiger Herr, ist der für Sie schmeichelhaften Meinung, dass Sie beide Ihr Handwerk genug verstehen, um für solch kleine Abänderung auf 1-2 durchzuführen. Es ist nun mal der Wille meines gnädigen Herrn, die beiden Stücke, das Lustige und das Traurige, mit allen Personen und der richtigen Musik, so wie er sie bestellt und bezahlt hat, gleichzeitig auf seiner Bühne serviert zu bekommen. Warum gleichzeitig? Und zwar so, dass die ganze Vorstellung nicht einen Moment länger dauert. Denn für Punkt 9 Uhr ist ein Feuerwerk im Garten anbefohlen. Ja. Es ist wohl nicht die Sache meines gnädigen Herrn, wenn er für ein Spektakel bezahlt, sich auch noch damit abzugeben, wie es aufgeführt werden soll. Ja. Seine Gnaden ist es gewohnt anzuordnen, und seine Anordnungen befolgt zu sehen. Zudem ist mein gnädiger Herr schon seit 3 Tagen ungehalten darüber, dass in einem so wohl ausgestatteten Hause wie dem seinigen ein so jämmerlicher Schauplatz wie diese wüste Insel ihm vorgestellt werden soll. Und ist eben deshalb, um diesem abzuhelfen, auf den Gedanken gekommen, das Personal aus dem anderen Stück auf die wüste Insel auszustaffieren. Das finde ich sehr wichtig. Es gibt nichts Geschmackloses als eine wüste Insel. Team
dass er genug streicht. Ich rufe ihn des Trinepper. Wir verlieren zwei Worte die Handlung. Sie ist eine Meisterin improvisieren, dass sie immer nur sich selber spielt. Findet sie sich jeder Situation zurecht. Die anderen sind auf sie eingespielt. Es gibt alles wie ein Schnürchen.